So, einen wunderschönen guten Morgen nach den Feiertagen. Hallo liebe Clubmitglieder, hallo Gäste, hallo Luca. Willkommen zum Market Roundup. Guten Morgen Dustin, guten Morgen liebe Clubmitglieder. Wir gehen heute mal wieder auf eine kurze Reise durch die Märkte. Es ist ein bisschen was passiert. Wir hatten jetzt ein paar ruhigere Tage hinter uns. Wir gucken trotzdem mal drauf, ja, wo so die brennenden Punkte sind. Bevor wir das tun, diesmal nicht der kurze Start mit dem Blick auf den DAX, sondern erstmal der kurze Start mit dem Blick auf die Indizes und auf das letzte Quartal, denn natürlich am Wochenende sind wir dementsprechend auch jetzt ins nächste Quartal gerutscht. Das heißt, das erste Quartal wurde beendet und wir machen das ja mal ganz gerne, so einen kurzen Rückblick zumindest drauf zu werfen. Wir starten einmal rein mit dem Blick auf die Performances und in dem Falle mit dem Blick hier auf den Nasdaq, den S&P 500, den DAX und den Dow Jones. Und ja, wir sehen hier wirklich über Lukas Kopf so die Performance seit Beginn des Jahres und dann im Verlauf der Zeit bis ja jetzt nun zum 31.03. Und was wir ganz gut sehen können ist, dass der Start doch relativ unterschiedlich schon ausgeprägt war. Wir hatten insbesondere am Anfang des Quartals eine sehr, sehr starke Rallye rund um das Thema Technologie, KI, KI-Chips und dementsprechend ist uns der Nasdaq hier oben auch relativ weit weggelaufen, insbesondere im Vergleich zum DAX. Und zum Dow Jones Index kommt so ein bisschen natürlich auch daher, dass wir auch schon eine sehr, sehr gute Rallye, insbesondere auch im DAX, hatten zu Ende des letzten Jahres. Was wir aber ganz gut sehen können, dass sich das ganze Bild danach ein bisschen gewandelt hat und wir zum Ende des Quartals jetzt ungefähr bei allen, bei diesen knappen 10% eigentlich gelandet sind, plus minus 10%, also ganz oben vielleicht der S&P 500 hier mit 10,79 und der andere hat dann nur 10,34, 10,3, aber man sieht schon, dass sich hier oben eigentlich die drei ganz gut tümmeln. Etwas abgeschlagen hier unten der Dow Jones Index mit nur 5,5% im Plus, also der hat grundsätzlich noch Potenzial, der hat nämlich hier diesen letzten Schwung, den der DAX gemacht hat, nicht mitgenommen. An der Stelle übrigens immer wieder nochmal zu sehen, das ist natürlich hier immer die Performance des jeweiligen Indexes. Das heißt, was wir nicht sehen, ist die Differenz, was sind Dividenden und was sind nicht Dividenden. Wir erinnern uns, Nasdaq, S&P 500, ohne Dividenden, auch der Dow Jones quasi ohne Dividenden. Nur der DAX bildet hier einmal als Performance-Index auch die Performance mit Dividenden ab. Das heißt, die Total Return Performance quasi der anderen Indizes ist da noch leicht erhöht. Nichtsdestotrotz sieht man es ja hier oben knapp alle mit um die 10% im Plus. Jetzt schauen wir aber uns normalerweise die Welt auch noch ein bisschen breiter an. Und in diesem Bild sehen wir hier oben nochmal den Nikkei 225 und unten den HSI. Und schon ändert sich das Bild nochmal ein wenig. Denn wir sehen das, was wir die letzten Wochen und Monate gesehen haben. Ja, der Nikkei weiterhin in einem Modus quasi der Outperformance. Natürlich auch im Zusammenhang mit dem schwachen Yen. Aber wir sehen halt ganz gut, ja, dass wir hier seit Jahresbeginn knapp 22% im Plus sind, also eine ganze Ecke mehr, als wir bei den westlichen Indizes hier Nasdaq, S&P 500 und DAX Dow Jones gesehen haben. Und wir sehen, dass der einzige, der immer noch nicht ganz in Schwung gekommen ist, der Hang Seng Index ist, also der chinesische oder einer der chinesischen großen Aktienindizes, natürlich hier mit richtigem Sitz eigentlich eher in Hongkong. Man sieht aber ganz gut, dass wir schon andere Tiefs hatten, also zwischenzeitlich hier knapp 10% sogar schon im Minus waren, während der Rest ja deutlich zugelegt hat, sich das Ganze aber in der letzten Zeit ja wieder etwas positiver entwickelt hat. Das so zum Blick auf die Indizes allgemein. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Sektoren schauen, dann sehen wir ganz oben, ja, was hat sehr, sehr gut funktioniert. Commercial Services oder Kommunikationsservices auch, also vieles, was so in der letzten Zeit eigentlich auch grundsätzlich ganz gut gelaufen ist, was ein bisschen gar nicht auf Platz 1 ist, was mich teilweise so ein bisschen doch gewundert hat. Und das ist das, was wir am Anfang auch gesehen haben, der Information Technology Sektor, der den Schwung am Anfang mitgenommen hat, danach sich aber im Moment noch ein bisschen abgeflacht hat. Also wir sind gar nicht mal so auf der extremen Technologiewelle geritten. Nichtsdestotrotz natürlich 12% in einem Quartal ist schon ganz schön ordentlich. Und man sieht es aber auch, dass sich ja gar nicht einzelne Sektoren hier sehr, sehr stark herausbilden, sondern eigentlich in Summe wir ein gutes Ergebnis erzielt haben. Hier wie gesagt der S&P 500 hier mit diesen knapp über 10% im Mittel. Und wir sehen aber auch hier unten, dass alles, was hier unten liegt, trotzdem eigentlich ganz gut performt hat, viel Potenzial und wir wissen es, das sind eigentlich aktuell die Sektoren, die schmerzen. Real Estate ist immer noch
immer noch nicht im Momentum drin. Wir warten immer quasi noch auf die Zinssenkungen. Utilities ebenfalls. Also da ist auch noch nicht das Momentum drin. Und auch ganz spannend hier, sowohl der Consumer Staples als auch der Consumer Discretionary Bereich. Also sowohl der Bereich, wo es eher um Luxusgüter geht. Da wissen wir, wir haben letztens zuerst die News von Kering bekommen, dass noch gerne ein bisschen mehr Schwung eigentlich dahinter sein kann. Also eher abflachendes Wachstum. Insbesondere auch im Rahmen, dass man natürlich in Asien gerade so ein bisschen weniger Nachfrage hat, als man es eigentlich erwartet hätte. Und das gilt auch für den Consumer Staples Bereich. Also auch hier haben wir natürlich selektiv ganz gut eine Nachfrage wieder gesehen, aber so richtig in Schwung ist das Ganze noch nicht gekommen. Ja, und man sieht ganz oben ganz schön, ja, der Energy-Sektor war am Ende der zumindest in diesem letzten Monat dann noch deutlich zugelegt. Generell, finde ich, sieht man auch, wie so ein bisschen die Marktbreite zugenommen hat. Letztes Jahr oder gegen Ende letzten Jahres haben die Tech-Werte die Börsen angeführt. Das sieht man auch ganz gut im Information-Technology-Bereich, worunter die fallen. Ja. Und jetzt sieht man generell, wie gesagt, ein bisschen mehr Marktbreite, bis auf Real-Estate-Sektor, wo generell auch aufgrund der US-Immobilienkrise ja, so ein bisschen ja, Verkaufsdruck herrscht. Ja, das so zum letzten Quartal und dann springen wir rein in die letzte Woche und starten wieder mit einem Blick auf den DAX. Das heißt, wir sehen hier das Momentum, was wir eigentlich in den letzten Wochen schon so ein bisschen eingezeichnet haben. DAX weiterhin auf diesem Aufwärtstrend. Jetzt steht hier so nachhaltig über 18.500 Punkten. Wir sind gerade nicht über 18.500 Punkten, also wir sind so das erste Mal drüber geschwappt, aber es bildet sich zumindest hier so ein nachhaltiges Momentum bei ungefähr nach den 18.200 jetzt aus. Wir hatten erst die 18.000 Punkte, jetzt so die 18.2, 18.5 so als nächste Marke. Wir sehen das auch ganz gut, dass dieses Momentum in der letzten Zeit eigentlich immer gut angehalten hat. Aber wir halt in der Mitte diese Konsolidierungsphase eigentlich hatten nach diesem ersten Schwung. Das hat dem Index auch ganz gut getan. Hier unten sieht man es im RSI einmal abgebildet. Das heißt, wir hatten ein sehr, sehr positives Momentum. Deutlich quasi hier im überkauften Bereich. Danach hat sich der Index in der Seitenphase so ein bisschen konsolidiert, die auch hier unten abgebildet ist. Und jetzt sticht man doch schon wieder deutlich nach oben heraus. Also auch ähnliche Hochs sieht man hier. Das Momentum hält also weiter an und deswegen auch mit weiterem schon teurem Schwung quasi nach oben, kann man sagen. Ich hatte in den letzten Wochen mal so ein bisschen den Index gezeigt, dass auch die Earnings eigentlich nicht im gleichen Momentum nachziehen, in ganz Europa auch nicht, sondern es wirklich auf eine Verschiebung der Bewertung zurückzuführen ist. Und eine Verschiebung der Bewertung ist halt dann auch darauf zurückzuführen, dass in der Zukunft Zinssenkungen erwartet werden. Die werden in der letzten Zeit wieder konkreter, jetzt wirklich mit einer ziemlich deutlichen Erwartung, mit einer 0,25% Senkung im Juni. Das heißt, man erwartet wirklich, dass dort diese ersten Schritte getan werden. Sollte das nicht der Fall sein, kann sich diese Bewertungsänderung auch wieder mal negativ auf die Indizes zurückführen. Und das muss man sagen, kommt aktuell so ein bisschen aus dem Fundamentalen auch her, denn die Stimmung für das deutsche Wirtschaftswachstum ist eher wieder etwas negativer geworden, leicht negativere Tendenz, auch was so das generelle Wachstum für 2024 betrifft und auch den Schwung, den so der Konsum eigentlich in dieser Zeit mitbringen wird. Ähnlich sieht es halt dann auch aus bei der 10-jährigen Bundesanleihe. Wir hatten ja diese Seitwärtsphase die letzten Male eingezeichnet. Man befindet sich also hier weiter im Seitwärtsmomentum. Dieses Zickzack scheint hier aktuell so ein bisschen im Trend zu bleiben. Man wartet hier weiterhin auch auf die konkreten Zinssenkungen, die dann gegebenenfalls auch Impulse freisetzen würden. Aktuell gab es zumindest positive Entwicklungen bei den spanischen Verbraucherpreisdaten und dementsprechend auch hier, wie gesagt, nochmal die Verdeutlichung, dass man hier auf diese 0,25% Zinssenkung im Juni setzt. Blick auch noch auf den S&P 500. Da haben wir so ein bisschen was konsolidiert über die Feiertage, kann man sagen. Wir sind trotzdem in diesem eigentlich sehr, sehr schönen Trendkanal, der so ein bisschen mal nach oben, mal eher nach unten angrenzt. Wir sehen es in den letzten Tagen, so eine leichte Konsolidierung hier oben. Wir sind auch nicht mehr im überkauften Bereich, also wir sind eigentlich auf einem recht nachhaltigen, positiven Trend hier. Wir haben auch weiterhin positives Konsumklima. Wir haben gleich mal ein, zwei Statistiken dazu. Und der PCE-Inflationsindex, der ist leicht gesunken. Und das ist halt der Index, auf den primär geachtet wird, wenn man auf die Fed schaut. Kurz zwei Statistiken einmal hierzu, die einmal von Bloomberg und da sieht man genau dieses Momentum, also in blau den PCE, der etwas zurückgeht, jetzt natürlich nicht mit riesigen Sprüngen, man hat hier ungefähr 2,9 erwartet, 2,8 waren es am Ende und wir sehen aber auf der anderen Seite, dass halt der Konsum wieder deutlich nach oben ausschlägt, also die USA weiterhin eigentlich ein positives
Konsumklima haben. Und das zeigt auch das, was wir in der letzten Zeit hier von der Uni Michigan gesehen haben. Also dieses Verbrauchervertrauen, dieser weiterhin positive Konsum, der die US-Wirtschaft stützt, der hält weiterhin an, muss man so sagen. Und ja, das spricht auch aktuell alles aus der Wirtschaftsstatistik daher. Also in Deutschland eher so ein bisschen kritisch, in den USA ist man da etwas positiver, was den Konsum betrifft. Eine Sache wollten wir euch aber trotzdem nochmal zeigen, denn das Thema Baltimore war dann doch relativ präsent in den letzten Tagen. Jetzt darf man nicht denken, das ist ja eine komische Europakarte, die man hier irgendwie sieht, weil es geht so leicht in die Richtung. Nein, das ist quasi der Hafen einmal von Baltimore, und wer es nicht mitbekommen hat, dort ist ja eine sehr signifikante Brücke eigentlich eingestürzt, ein Containerschiff, bei dem es nun nach den letzten Ergebnissen zu einem Stromausfall kam, hat dort einen Pfeiler mitgenommen, die ganze Brücke ist eingestürzt. Das hat natürlich ja gegebenenfalls das ein oder andere Menschenleben gekostet und hat auch wirtschaftliche Schäden angerichtet. Teilweise war ja der Hafen nicht erreichbar, sowohl für den Import als auch für den Export. Und da muss man sagen, ist es doch auch rein wirtschaftlich gesehen ein sehr signifikanter Hafen. Aktuell schlägt sich das noch nicht so nieder, weil man doch noch hofft, dass das Ganze, glaube ich, relativ schnell ja gelöst wird. Ist aber was man weiter hier beobachten kann, insbesondere weil auch viele deutsche Importe dort in der Ecke ankommen. Mercedes-Benz war zum Beispiel relativ präsent dort auch. Wie gesagt, wir behalten das mal weiter im Blick. Kurzer Blick auch noch auf die 10-jährige US-Treasury. Die bleibt weiterhin ebenfalls wie auch die 10-jährige Bundesanleihe in dieser Seitwärtsphase. Wir befinden uns hier immer noch in diesem etwas größeren Dreieck, muss man sagen, jetzt wieder auf der Oberseite. Obwohl der PCE-Inflationsindex hier leicht gesunken ist, man rechnet aktuell nur noch mit so einer 70-prozentigen Zinssenkung im Juni. Also immer noch eingerechnet, aber immer mal auch wieder mit Schwankungen. Mal gucken, was so die US-Arbeitsmarktdaten diese Woche hier bringen, ob dort wieder Impulse freigesetzt werden. Aber auch hier sieht man, bleibt man weiter in dieser Seitwärtsrange. Wo ist man aus dieser Seitwärtsrange ausgebrochen? Jetzt mal im Russell 2000. Ich glaube, wir haben letzte Woche wirklich darüber gesprochen, dass man hier das erste Mal geschafft hat, hier an dieser Stelle auszubrechen, dann wieder zurückgerutscht ist, dann wieder in diese Linie und man so ein bisschen den Anlauf genommen hat, ja auch den nächsten Widerstand zu brechen. Das ist letzte Woche passiert. Diese 2100 hat man jetzt seit längerer Zeit hier wirklich mal durchbrochen wieder. Man sieht es, das letzte Mal waren wir hier so, ja, im April im 2022, also so ungefähr 2 Jahre her, dass man diese Range wirklich durchbrochen hat. Es gab auch einen deutlichen Impuls hier, während die estnischen Indizes, wir haben es gerade eben gesehen, eher so ein bisschen verhalten waren. Also hier sieht man, dass man aktuell versucht, hier auszubrechen. Ich hatte es mal in Rot eingezeichnet. Man sieht es auch ein bisschen an den Fibonacci-Retracements, dass man sich eigentlich hier einen ganz guten Weg bahnt. Und wenn man dieses hier durchbrechen würde, an der Stelle man auch ganz gutes Potenzial hätte, weiterhin nach oben zu laufen. Man sieht es, die nächsten Widerstände sind eine ganze Ecke weit weg. Natürlich muss man sich erstmal hier nachhaltig behaupten, dass man hier versucht, nicht ganz geschafft. Also hier muss man erstmal nachhaltig über dieser 2100er Schwelle bleiben. Aber das Potenzial, und Luca hat es gerade eben angesprochen, für den breiten Markt ergibt sich gerade wieder etwas. Und mit weiteren Impulsen hier auch aus der fundamentalen Sicht könnte man hier auch auf dem breiten Marktumfeld dann wieder in etwas bessere und positivere Gefilde rücken. Und ja, der Russell 2000 ist damit auf jeden Fall ein Vehikel, was dafür in Frage kommt oder was man sich da mal genauer anschauen müsste. Kurzer Blick noch nach Asien. Hang Seng haben wir gerade eben gesehen. Aktuell von den großen Indizes der Welt kann man so sagen, der am schlechtesten gelaufen ist in diesem Jahr. Und jetzt wieder den aber Schwung nach oben nimmt und diesen Aufwärtstrend, der sich hier abzeichnet, den beobachten wir jetzt ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, der dritte, vierte Market Roundup jetzt nun in Folge. Was ist gerade da so ein bisschen zu sehen? Ja, wir haben ein positives Momentum eigentlich bei der Industrieproduktion. Die scheint weiterhin ja so ein bisschen positiveres Momentum zu gewinnen und dementsprechend auch die breite Wirtschaft hier zu stärken. Probleme hat man immer noch im Immobiliensektor und das hält den Markt auch noch in Schach, kann man sagen. Die Quartalssaison ist auch hier vorbei und war eigentlich wenig beeindruckend, muss man so sagen, sowohl von den Ergebnissen als auch von den Margenentwicklungen, aber man hofft hier halt weiterhin auf Zentralbank, auf staatliche Maßnahmen, die auch hier ja weiterhin für Subventionen auch sorgen und den Markt weiter stützen.
Nicht viel Neues gab es dann auch bei Nikkei. Wir sind jetzt hier wieder unter 40.000 Punkten, also diese Seitwärtsphase, die wir auch hier in Beobachtung haben, die scheint sich auch hier weiterhin zu münzen. Der Yen auf neuen Tiefs, kann man sagen, jetzt nach den letzten Tagen mal wieder so ein neues Euro-Yen-Hoch bei um die, glaube ich, 166 erreicht. Das heißt, auch das aktuell nicht im positiven Sinne und auch da setzt man ja auch aus japanischer Sicht auf Zinssenkungen hier in Europa und in den USA. Das heißt, dort konsolidiert man aktuell etwas weiter. Einen haben wir noch, und zwar Gold-US-Dollar. Die haben wir uns ja jetzt angeguckt zum letzten Mal. Ich glaube, im Februar, ich münze es gleich nochmal rein, wann wir die letzte Analyse zum Goldpreis gemacht haben, wenn ihr euch das gerne mal anschauen wollt. Link schicken wir da gleich gerne nochmal rein. Man kann sagen, weiterhin positives Momentum hier. Wir haben das neues Allzeithoch jetzt hier bei 2250 Dollar erreicht. Das heißt, wir sind hier wirklich in einem sehr schönen positiven Trend reingelaufen, haben uns auch behauptet gegenüber den Hochs der Vergangenheit, auch über diesem Hoch. Wie gesagt, der RSI ist jetzt mittlerweile leicht überkauft, aber ja, wenn ihr mehr zum Goldpreis wissen wollt, wir haben mal eine Analyse gemacht am 15.02. Wir schicken sie gleich nochmal rein. Schaut sie euch gerne nochmal an und da werden wir nochmal so ein Update auch zu den Aktien, die wir dort besprochen haben, in den nächsten Wochen machen. Luca, kommen wir zu den Ergebnissen. Was war so los in der News genau der letzten Woche? Genau, diese Woche haben wir ein bisschen weniger Geschäftszahlen gesehen. Die Earnings Season ist zum großen Teil vorbei. Trotzdem gab es viele spannende News aus dem Unternehmenssektor. Zum einen Trump Media, die ihren Börsengang gefeiert haben. Zuvor sind sie fusioniert als SPAC mit einer Unternehmenshülle. Und Dienstag feierten sie ihren Börsengang. So ein bisschen mit Hinblick oder Rückblick auf Trump, der aktuell aufgrund vieler Krisen hohe Gerichtsschulden hat und Anwaltskosten, der damit sein Kapital aufgestockt hat. Genau. Man kann so ein bisschen sagen, da ist viel Volumen drin. Also ich habe mal gerade den Chart hier nebenbei aufgemacht. Ist das jetzt ein Wert, den man sich mal fundamental genauer anschauen sollte? Wir werden es noch nicht tun, denn man muss sagen, hier ist schon sehr, sehr viel Tumult natürlich um den Hype, um die Person Donald Trump, Anhänger, die Aktie nach oben pushen, dann aktuell auch wieder die Fundamentalisten, die Aktie nach unten drücken. Also es geht eigentlich sehr, sehr viel darum, wie man sich präsentiert und wie man das Ganze medienwirksam verkauft. Von der Substanz her muss man sagen, ist hier aktuell nicht viel los. Ich glaube, der eine oder andere hat es mal mitbekommen. Man spricht hier von deutlichen Verlusten, von wenig Umsatz. Man sieht es hier unten mal kurz in der Ecke eingeblendet, so grob, dass hier in den letzten Quartalen eigentlich nicht so viel los ist und dass bei einer Aktie, die knapp 7 Milliarden wert ist, dann merkt man schon, wo eigentlich gerade die Musik hier so ein bisschen herkommt. Aus dem fundamentalen Geschehen nicht, dementsprechend aktuell für uns noch nicht ein präsentes Thema, Luca. Genau. Rank Group ist quasi auch wieder an die Börse zurückgekommen, nachdem sie jahrelang quasi von der Börse wieder runtergenommen worden. Genau, man profitiert quasi von geopolitischen Spannungen und den Konflikten. Und sie sind quasi 32% zuletzt gestiegen. Genau, auch da gibt es nicht so viel zu sagen. Gerade wieder neu an der Börse, positives Momentum. Rheinmetall haben wir uns ja auch vor einigen Wochen nochmal angeguckt in der Analyse. Renk setzt da eigentlich auf den gleichen Trend auf, mit positiven Daten jetzt, positiven Ausblicken. Wie gesagt, Börsenrückkehr gab es da im Februar. Wenn sich da mehr zeigt, dann gucken wir da auch nochmal genauer drauf. Krispy Kreme, ein bekannter oder renommierter Donut-Hersteller aus den USA, verkündete jüngst eine Partnerschaft mit der Fastfood-Kette McDonald's. Und man will bis 2026 das Sortiment so ein bisschen erweitern. Neben Fastfood-Produkten auch jetzt dieses Süßwarengebäck quasi in die McDonald's-Filialen bringen. Genau. Das ist eher wieder ein spannender Wert, finde ich zumindest an der Stelle. Ein Wert, der auch so längere Substanz hat. Ich habe sie mal hier an der Stelle so ein bisschen mitgebracht. Man sieht hier ganz gut, dass man ein bisschen länger an der Börse ist, also nicht gerade unbedingt die letzten Wochen oder Monate an die Börse gekommen ist, eine lange Zeit, die auch in dieser Seitwärtsphase war. Und ihr wisst ja, Fast Food ist immer wieder ein spannendes Thema, auch ein spannendes Thema in Phasen der Rezession. McDonald's versucht hier wieder neue Wege zu gehen, zumindest auch neue Sachen bei sich im Shop zu integrieren. Man hat es zuletzt ja mit McCafé gemacht, hatte damit eigentlich auch gute Erfolge und man versucht eigentlich jetzt, ein bisschen das Frühstücksgeschäft mehr zu priorisieren und da ist Krispy Kreme so das neue Vehikel.
Und das hat die Aktie auch hier deutlich nach oben befeuert. Und man muss sagen, ja, die Reichweite der Läden hat sich jetzt verdoppelt durch diese Partnerschaft. Und wenn das wirklich Früchte trägt, dann wirkt sich das bestimmt auch auf die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens aus. Die sind aktuell bei einer Marktkapitalisierung von so knapp 3 Milliarden, ist also auch nicht allzu klein, das Unternehmen, muss man an der Stelle sagen. Ihr wisst ja, Cheesecake Factory hatten wir uns nochmal angeguckt. Kann man sich ungefähr in der ähnlichen Kategorie einordnen. Und das ist zumindest eine Aktie, die wir uns, bin ich mir ziemlich sicher, die nächsten Wochen nochmal fundamental genauer anschauen werden, um so ein bisschen herauszufinden, ja, wie ist denn das Potenzial jetzt hier auch nicht nur für McDonald's, sondern gegebenenfalls auch für diesen Wert. Genau, eine weitere Unternehmensnews aus dem Biopharma-Bereich war von Viking Therapeutics, eher ein unbekannteres Unternehmen. Die versuchen jetzt in den Markt einzutreten für Fettleibigkeitsmedikamente und man veröffentlichte jüngst eine positive Studie zu ja, Wirkstoffkandidaten, die Teil dieses Medikamentes sind. Genau. Kann man eigentlich wieder sagen, bei Pharma gibt es wieder positive Ergebnisse. Das lässt die Aktie natürlich anspringen. Einer von vielen, gegebenenfalls vielleicht auch ein Übernahmekandidat. Wir beobachten das mal. Wie geht's weiter? H&M, die Aktie ist auch um 17% gestiegen. Der schwedische Modigant lieferte besser als erwartete Quartalsergebnisse. Das operative Ergebnis verbesserte sich, da man Rationalisierungsmaßnahmen durchführte und damit so ein bisschen den Umsatzrückgang eindämmte. Genau, man kann eigentlich ganz gut sagen bei H&M, dass die Aktie einer der Profiteure davon ist, dass man eher wieder zu einem Trend hingeht, günstigere Artikel zu kaufen, günstigere Klamotten zu kaufen. Man sieht zwar immer dieses Auf und Ab und auf dem langen Bild, hier sieht man auch eher, dass die Aktie noch nicht wirklich den Ausbruch geschafft hat. Wenn man aber hinschaut, dann hat man sich seit den Tiefs hier wieder deutlich erholt. Die Aktie ist ungefähr seitdem ja knapp 70% im Plus. Und es ist eine Aktie, die eigentlich noch relativ viel Potenzial hat, zumindest aus einer Sicht, dass man ja einen Trend gegebenenfalls zum ja, dem günstigeren Klamotten wieder hier sieht, nach einer Zeit, bei der das ja wirklich weniger der Fall war. Wir kennen das auch beim großen Konkurrenten Inditex, die schon etwas besser gelaufen sind. Hier an der Stelle mal ganz kurz dazu geholt. Ich nehme mal diese Variante hier. Da sieht man, da ist dieser Schwung schon doch deutlicher zu sehen. Inditex auch eine ganze Ecke größer, aber da fällt zum Beispiel Konkurrent Zara drunter und Zara ist ja zumindest vergleichbar mit dem Geschäft, das auch H&M bedient, auch von der Preiskategorie, von dem Klientel und von der Klientel. Und da kann man schon ja gewisse Ähnlichkeiten sehen. Auch hier im leicht überkauften Bereich, auch in der Konkurrenz, wie gesagt, bei H&M, ja, bahnt sich da zumindest jetzt mal ein Aufwärtstrend an. Man ist aber lange noch nicht dort, was wir bei dem ja, Momentum, was wir bei Inditex gesehen haben. Ich glaube, auch da bahnt sich das mal an, dass wir uns das nochmal in der breiten Masse etwas genauer anschauen. JD Sports Fashion ist ein britischer Einzelhändler für Sportwaren. Da im vorletzten Quartal so ein bisschen operativ das Geschäft eingebrochen ist, ja, konnte man überzeugen mit Umsatzwachstum und ja, dass der Gewinn wieder in Line mit den Erwartungen der Analysten ist. Robin Hood Markets, Neobroker aus den USA, mit den größten Vermögen, hat eine Kreditkarte auf den Markt gebracht mit ja, neben klassischen Kreditkartenfunktionen auch die Cashback-Funktion. Also für jeden Euro Transaktion kriegt man kann man Geld in seinen ETF einzahlen und da erweitert man so ein bisschen seine Brokerage-Dienstleistung. Genau. Ganz spannend, war ja so ein Corona-Gewinner, kann man so sagen, ist im Corona-Hype auf den Markt gekommen. Alle wollten handeln, alle wollten in den Hochs handeln und die Aktie hat eigentlich so das perfekte Momentum hier abgegriffen, kann man so sehen. Ja, danach ging es deutlich bergab und man hat sich eigentlich nicht so wirklich erholt und jetzt bahnt sich zumindest hier wieder ein positiver Trend an und man merkt es ganz gut, dieser Trend bahnt sich halt auch insbesondere seither an, seitdem die Börsen wieder etwas mehr an Schwung gewinnen und man hier wirklich wieder auf ein Momentum setzt. Und ja, das führt natürlich zu wieder höheren Handelsvolumina und dementsprechend auch wieder zu einem etwas positiveren Marktmomentum. Mal gucken, wie nachhaltig das hier bei Robin Hoods ist aber ja zumindest mal wieder ein Trend, der sich so langsam ausbildet, der auch einen fundamentalen Zufluss zumindest hat. UPS, der bekannte Kurier-Express-Dienst aus den USA, leidet so ein bisschen dem Baltimore-Brückenkollaps, obwohl man ja vielversprechenden Outlook oder Ausblick lieferte. Ja, mit steigendem Umsatz und auch Profitabilität. Trotzdem verlor die Aktie 6%.
Tja, das war es so zu der letzten Woche. Was steht diese Woche an? Danke, Luca. Wir haben insbesondere ja nicht viel los, kann man so sagen. Also wir haben BlackBerry und Levis. Und da wir denn nicht so viel los haben, nehmen wir jetzt aber kurz die Zeit und schauen uns beide Aktien nochmal an. Ich glaube, BlackBerry ist ja für viele so ein Sinnbild dafür, dass man Trends vielleicht verpasst hat. Es gibt immer wieder diese berühmten auch Bilder, die man sieht, in denen man gesagt, ach, das wird nichts mit den iPhones, weil es gibt keine Tastatur wie bei uns bei BlackBerry. Ich glaube, heute gibt es kaum jemanden, der ein Handy mit einer Tastatur wahrscheinlich benutzt. Es ist aber eine Aktie, ja, die auch danach nicht so wirklich wieder den Aufschwung gefunden hat. Man sieht so ein bisschen die Hochs aus der Vergangenheit. Die konnte man eigentlich nicht wieder erreichen. Man sieht das hier mal, die Aktie stand zwischenzeitlich mal wirklich hier in der, vor der Finanzkrise bei so über 140, 150 Dollar. Jetzt ist man ja auf den Tiefs quasi von 2000 wieder angelangt, hier in diesem Preis 2001. Ich muss mir wieder deutlich ranzoomen, damit man das überhaupt erkennen kann. Ja, ich glaube, aktuell gibt es auch nicht so viel Momentum hier zu sagen, außer dass die Aktie wirklich irgendwie mal einen neuen Trend braucht. Es gab natürlich auch viele Änderungen, Ausgliederungen. Man hat sich mittlerweile ganz anders aufgestellt. Trotzdem, ja, aktuell kein positives Momentum bei BlackBerry zu sehen. Anders sieht es da schon bei Levis aus. Hier so ein bisschen mit einem eigenen, so einem Trend, der sich zumindest so langsam abbildet. Und ich habe das mal ganz kurz hier eingezeichnet. Also man sieht hier so ein bisschen eine Untertassenformation, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben, die sich so ausbildet. Hier auch in Kombination mit den Fibonacci-Retracements auf einem ganz guten Momentum. Also wenn man hier das 0,5er so ein bisschen überschreitet, in dem Rahmen von der 0,382 dann am Ende so ein bisschen hängen würde, dann sieht man, hat man etwas Potenzial, das wäre auch ungefähr auf ähnlicher Ebene wie dieses leichte, ja, hoch hier zu sehen ist, aber insbesondere halt dieses etwas höhere hier bei um die 24 auch so als bisschen Big Number zu sehen. Also wir haben die 22er und die 24er Zahlen eigentlich. Das heißt, wenn es hier ein bisschen positiveren Trend geben könnte, könnte das auch Schwung für die Aktie bieten. Wir haben ja gerade eben gesehen, zumindest bei Inditex und bei H&M läuft es ganz gut. Das ist natürlich so ein bisschen etwas günstigere Preissegment. Also Levis eher etwas teurer zu sehen, aber jetzt auch noch kein Luxussegment an der Stelle. Wenn man so ein bisschen auf das schaut, was von den Analysten erwartet wird, dann sind die Erwartungen gar nicht mal so hoch, kann man sagen. Man hat so ein ganz leichtes Buy-Rating hier auf der Seite. Man sieht also, die letzten Ergebnisse auch im ersten Quartal waren eigentlich deutlich besser, sowohl im Q1 2022 als auch im Q1 2023. Also hier sieht man eigentlich, sind die Erwartungen gar nicht so hoch und das zeigt sich auch so ein bisschen im Chart, dieser Rückgang. Ich glaube, es ist noch kein Titel, weil man sich jetzt ganz sicher sein kann, hier geht der Trend in die eine oder andere Richtung. Hier geht es wahrscheinlich eher so ein bisschen abzuwarten, aber es könnte sich zumindest mal ein Momentum ausbilden. Wir wissen mehr in der nächsten Woche, da gucken wir noch mal ein bisschen genauer drauf. Bis dahin haben wir noch ein paar Wirtschaftstermine in dieser Woche, also wir kriegen nochmal Inflationsraten, wir haben Arbeitsmarktdaten zumindest zum Ende der Woche, die sehr, sehr spannend werden. Wir werden ein paar Daten rund zum Wirtschaftswachstum und so ein bisschen zu den Wirtschaftsindikatoren bekommen. Das ist so das, was wir diese Woche gesehen haben. Wie gesagt, Spanien waren so der erste Vorreiter mit Inflationsdaten und die Hoffnung eigentlich, dass sich das in der Gesamt-EU ähnlich widerschlägt. Ja, was steht heute oder diese Woche sonst noch an? Wir haben heute Nachmittag eine Einführung in die TWS. Also alle, die mit Interactive Brokers, mit CapTrader, mit WHS oder auch anderen Brokern arbeiten, die ja Interactive Brokers als Hintergrundplattform nutzen und die auch eine TWS anbieten, die können sich heute Abend oder heute Nachmittag dazuschalten. Wir gehen nämlich durch die wichtigsten Funktionen. Wir schauen uns mal an, wie kann man am besten handeln, was gibt es so ein bisschen zu beachten, welche wichtigen Funktionen gibt es. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen, all das heute 16.45 Uhr. Dann den Trading-Dialog morgen um 16.45 Uhr. Wir haben ja heute so ein paar Signale uns angeschaut. Morgen geht es dann aktuell wirklich um Umsetzung. Wie setzt man das Ganze um oder wie könnte man das Ganze umsetzen im Rahmen mit, Vehikel könnte ich nutzen, welche Wertpapiere könnte ich nutzen. Das ganz konkret morgen, auch da gerne mit Fragen aus eurer Seite. Und am Donnerstag, am 4.4. dann die Deutsche Bank-Aktie im Fokus im Aufwärtstrend. Haben gesehen, die letzten Hochs zumindest der letzten Jahre aktuell erreicht worden. Und wir werden uns da anschauen, was die Aktie weiterhin beflügelt. Das, wie gesagt, am Donnerstag, am 4.4. Ich korrigiere das hier einmal ganz kurz in der Übersicht. Und dann verabschieden wir uns an der Stelle. Luca, vielen Dank für den Gast. Bis dahin.